So, Freunde, ihr habt gesagt, ich brauche für die Garage hier noch eine gemütliche Sitzecke. Eine gemütliche Sitzecke und etwas zum Kühlen brauche ich auf jeden Fall. Das bauen wir uns jetzt. Platten hier, diese Holzpaletten, diese seitlichen Platten und auch alle anderen Platten haben hier kleine Risse drin. Die werde ich jetzt hier mit Holzheim ausfüllen und dann hier mit diesen Klemmen zusammenklemmen, damit das Ganze hier wieder ja, hoffentlich zusammenwächst. Aber die sind gut gebraucht, halten trotzdem noch einiges aus. Dafür sind Paletten auch gebaut. Jetzt gucken wir, dass wir das noch ein bisschen flicken können und pressen das zusammen. Yeah.
Geile Scheiße. Das ist richtig gut, Mann. Hier so die Ecke. Perfekt. Und dann könnte man die Spieße hochlegen. Oder man kann sich so hinsetzen und dann den Tisch. Ich glaube, ich brauche noch einen Tisch. Richtig, richtig, richtig geil aus. Ich bin wirklich mega, mega, mega zufrieden, Freunde. Aus Europaletten und aus dem Restholz der Europaletten, ich habe noch ein bisschen Restholz und noch ein paar Paletten da, einen Tisch und eine Sitzbank gebaut, denn ihr habt gesagt, ey, du brauchst noch eine gemütliche Sitzecke in deiner Garage, wenn du mal eine Pause machen willst oder wenn du dein Produkt fertiggestellt hast, um dann dein kühles Getränk zu zischen. Und da habt ihr auf jeden Fall recht gehabt und das habe ich mir jetzt hier gebaut. Und das Ziel war diesmal, das Ganze für 0 Euro zu bauen. So Europaletten kann man zwar kaufen auf eBay Kleinanzeigen, aber wenn man im Freundeskreis oder in der Familie mal rumfragt, ob jemand so Europaletten hat oder ob jemand jemanden kennt, der so welche Paletten hat, dann wird man da fündig. Und ich habe welche gefunden bei meinem Kumpel Jeremy, der hat auf der Arbeit sau viele rumstehen gehabt, der hat mir die 3 besten rausgesucht. Ich habe sie hier ein bisschen bearbeitet, schön abgeschliffen, die Kanten gemacht, die Splitter entfernt und den Rest hier diesen Tisch gebaut und hier unten den Fußtisch aus Fichtenholz gebaut, was ich hier noch übrig in der Garage hatte. Somit hat mich das Ganze hier wirklich 0 Euro gekostet. Klar, die Schrauben und die Nägel kosten auch Geld, aber das hatte ich alles da. Sagen wir so, ich musste nicht in den Baumarkt fahren, um Geld auszugeben, damit ich mir hier was bauen kann. Das Ganze ist nämlich hier aus alten Materialien entstanden, alles abgeschliffen und jetzt habe ich 2 coole Produkte. Und kann hier richtig geil abchillen. Und es könnte sogar noch meine Freundin hier Platz nehmen, wenn sie mal dran Interesse hat, meine Vespa zu sehen, aber ja. Bis das der Fall ist, auf jeden Fall richtig coole Sache, ihr habt definitiv recht gehabt. Und das Coole hierbei ist, ich habe auch noch eine Kühlbox, die ich mobil habe. Und das zeige ich euch ganz kurz. Hier habe ich noch meine Engel Kompressor-Kühlbox. Die habe ich mir damals gekauft. Das war auch häufige Frage zu meinem Camper, was für eine Kühlbox ich da meinem Camper habe. Dieses Paket habe ich mir damals gekauft, zusammen mit dem Solargenerator, um hier alles wirklich mobil in meinem Camper verbauen zu können. Ich habe jetzt hier zum Beispiel meine ganzen Akkus für die Kameras, weil wir gleich am Rhein fahren und ein bisschen was filmen wollen, dran, um zu laden. Ich habe hier die Kompressor-Kühlbox dran, damit die kalt wird. Und das ganze Ding kann ich jetzt einfach so im Auto, PKW, in den Camper oder meinem PKW laden und irgendwo hinfahren. Und für diese Zwecke jetzt hier in der Garage zum Beispiel, hier für die gemütliche Sitzecke, wenn ich weiß, ich bin 3 oder 4 Tage hier in der Garage, um ein Projekt zu machen, dann kann ich die Kühlbox hier hinstellen, den Generator hier hinstellen, um mir hier kühle Getränke aufzubewahren. Oder wenn ich jetzt gleich zum Beispiel auf den Rhein fahre, packe ich das Ganze so wie es ist in den PKW rein, lade es dann aufs Boot und dann fahren wir raus und haben einen geilen Tag bei sonnigem Wetter mit kühlem Fleisch, kühle Getränke und einer riesen Powerbank, um Laptop, Kameras, was auch immer anzuschließen. Das Ganze ist hier überall einsatzbereit, sowohl hier in der Garage, im Camper, im Garten, auf dem Wasser, egal wo ich bin. Deswegen habe ich die Sachen hier wirklich mobil gehalten, damit ich die für meine Zwecke perfekt nutzen kann. Und heute steht es hier in meiner Garage, weil ich mir hier eine gemütliche Sitzecke gebaut habe. Natürlich habe ich jetzt leider kein kaltes Bier hier drin, aber ich könnte jetzt hier reingreifen, mir ein kaltes Getränk rausholen, zack, und ein kühles, frisches Getränk genießen. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst dem Video gerne einen Daumen oben da, schreibt einen Kommentar in die Kommentare und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Genießt das tolle Wetter, es ist richtig geil draußen. Ich packe das jetzt in den PKW, fahre rein runter und dann habe ich auch einen coolen Tag bei sonnigem, warmen Wetter. Bis dahin, Peace. Viel Spaß. Ciao, ciao.